Wir machen direkt weiter mit unserer nächsten Kandidatin. Und es ist Penelope Athena. Die rappt irgendwas. Ich glaube, die macht auch deutsche Musik. Irgendein 90er-Ding, Salt and Pepper oder so. Weißt du, so sowas. Das wird dir gefallen, ne? Ja, voll. Also wir tippen auf modern. Irgendwas, was aus der jetzigen Zeit ist, nicht irgendwas Altes. Ich erwarte jetzt nicht etwas, was zu den Klamotten dann passt. Okay, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt gleich Michelle singt. Hi, mein Name ist Penelope, ich bin 30 Jahre alt und ich komme aus der Schweiz. Ich bewege mich querbeet in den musikalischen Richtungen. Funk, Pop, Hip-Hop, alles, was mir so gefällt, mache ich. Ich produziere meine Songs, ich schreibe sie, ich singe sie und ich trete auf. Also bis jetzt nur in der Schweiz und hier zum ersten Mal in Deutschland. From Sarah with love. Ich habe Sarah Connors Songs so toll gefunden. Das hat mich so bewegt und in mir so etwas Großes ausgelöst, dass ich selber anfangen wollte zu singen. Und das war schon eine coole Sache. From Sarah with love. Thomas? Ja? Thomas? Also die Jacke gefällt mir aber gut. Dankeschön. Oder? Aber es fehlt ein Knopf, der ist gerade abhanden gekommen. Hast du versucht, die zuzumachen? Nein. Also, mich kann man auf der Bühne vorstellen, dass ich direkt ins Publikum reinlaufe. Ich bin so wirklich so, das ist meine Bühne, so, da kann ich machen, was ich will. So, das ist so mein Zuhause. Ich möchte die 100 überzeugen mit meiner Art zu singen und mich zu präsentieren. Ich denke, dann ist schon gut möglich, dass der Funk rüberspringt und alle mitsingen. So, so wie sie aussieht, entweder irgendwas hier rappiges, was oder? Rappig, ja, so die sieht ein bisschen Rap out oder irgendeine Girl-Power-Nummer. Sie ist mir sehr sympathisch, jetzt schon. Ich verteile immer Sympathie-Buzzer, habe ich das Gefühl. Aber das darf ich auch. Ja. Das Schlimmste für mich wäre eigentlich, wenn einfach niemand buzzert und ich bin ganz alleine auf der Bühne und denke so, okay, was ist jetzt falsch gelaufen? Ich habe das Gefühl, wirklich deutsche Schlager. Ich glaube, egal was sie macht, sie kann es gut. Die macht allein das Morissette. Die Optik, ich der auch. Look voll. Achtung. Hi, vor euch steht ein Schweizer Käse. Ich bin die Penelope und ich freue mich riesig, hier zu sein. Und mit meinem Song bekommt ihr richtig gute Laune. Aber süß ist sie. Ah, schade.
Es sind leider nur 47 Stimmen. Aber du hast super gute Laune reingebracht. Aber ich frage mich, warum ihr eigentlich so streng seid. Andy, du bist aufgestanden. Ich bin durchgedreht. Du bist quasi komplett durchgedreht. Also ich bin, du bist nicht nur aufgestanden, du warst einfach da oben. Ja, also sobald es losging, habe ich den Buzzer beziert, liebkost, umgarnt, bis es dann endlich soweit war. Also ich finde es mega, weil du hast was geschafft, was ich sehr schätze. Du hast meine Erwartungshaltung komplett gesprengt und in die Irre laufen lassen, weil ich war irgendwo zwischen Grunge, Nirvana, Alanis Morissette und so, und dann singst du diese Übernummer und versuchst nicht wie Prince zu klingen. Ja, genau. Ja. Danke. Also große Liebe, große Liebe. Ray und Sophia. Du hast es so fantastisch gesungen. Deine Performance, deine Stimme und ganz besonders deine Ausstrahlung. Ich finde, du bist auch total sexy und ich mag, wie du dich bewegst. Und ich feiere das so. Mach weiter so. Yeah, baby. Ja, wir quischen mal ganz kurz einmal hier an euch beiden vorbei. Gerne, gerne. Denn Nadir, ja, dir hat ein bisschen was gefehlt, oder? Ja, ich achte immer darauf, dass ein Künstler, wenn er einen Song singt, irgendwie ein bisschen was abwandelt an einem Song. Und für mich war es so ein bisschen komplett nachgesungen quasi. Aber es war trotzdem die Ausstrahlung da, deine Stimme ist da, du hast auch technisch was drauf. So. Hat aber nicht gereicht für mich leider. Liebe Penelope, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne, danke. Danke euch, dass du hier performt hast. Großen Applaus für dich. Aber leider muss ich dich wieder zurück in die Lounge schicken. Danke. Ah, die ist geil.